Noch sind sie mitten in den Proben zum neuen Stück, das Würzburger Theater Augenblick. Kein gewöhnliches Theater, sondern Bayerns erstes, in dem hauptberuflich Menschen mit geistiger Behinderung fest engagiert sind. Das Augenblick ist schon seit 19 Jahren ein Projekt der vom Bezirk Unterfranken getragenen mainfränkischen Werkstätten. Hier spielen Nichtbehinderte und behinderte Schauspieler gleichberechtigt zusammen. Gelebte Inklusion, die vor allem die behinderten Kollegen fördert. Ich kann die nicht ersetzen, ja? Und das macht's einfach interessant. Da merken die, okay, ich bin wichtig hier und ohne mich läuft es hier einfach nicht. Und dann sind die sowas von verantwortungsvoll und sind auch immer da und versuchen das Theater einfach mit allen Kräften zu unterstützen, ja. Und das ist schön, das ist einfach eine wunderbare Arbeit. Auch wenn sich das Theater Augenblick durch Eintrittsgelder teils selbst finanziert, sind solche Projekte nur dank des Engagements der bayerischen Bezirke möglich. 3,5 Milliarden Euro geben sie für soziale Projekte aus. Das sind 90% ihres Etats. Für meine Begriffe sind es gerechtfertigte Ausgaben, denn wir wollen ja den Menschen zur Seite stehen, partnerschaftlich zur Seite stehen, die selber nichts dafür können, dass sie Hilfe brauchen. Und das ist unser Kernauftrag. Bei allem Engagement sei Inklusion noch ein weiter Weg. Geschafft sei er erst dann, wenn niemand mehr über Inklusion als Herausforderung spricht.